Herzlich willkommen zurück hier. Meine Stimme ist immer noch nicht ganz da. Wir sind wieder da. Ja, drei Folgen habt ihr jetzt schon gesehen. Und jetzt machen wir die vierte. Ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt mal in diese eine Höhle rein, wo wir den Creeper rausgelockt haben. Also gehen wir los. Ich habe jetzt schon Angst. Um ehrlich zu sein. Na toll, schon geht die Tür nicht mehr. Alter. Okay. Gleich mal gucken, wo war die Höhle? Was ist die hier? Schauen wir mal. Aua, das war nicht so eine gute Idee. Der Ruder. Erstmal hängt hier wunderbar. Erste Spinne, juhu. Ich habe soeben eine Spinne getötet. Wahnsinn. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe jetzt schon keine Lust, in diese Höhle reinzugehen, aber ich gehe jetzt da einfach mal rein und schau mal, was hier so abgeht. Ja, fängt ja schon wieder super an. Der kommt hier nie im Leben hin. Der kommt da doch hin. Geh weg, geh weg, geh weg. Langsam gehen sie mir wirklich auf die Nerven. Ohne Mist, ich meine es wirklich ernst. Ich habe irgendwann gar keinen Bock mehr auf Creeper. Es ist einfach so, ach, die gehen einfach nur noch auf die Nerven. Ist es euch auch schon aufgefallen, wie viele sind man, ne? Alter. Kriegst du. Ich kriege hier gleich einen Steak. Das habe ich schon mal gesagt. Da geh ich. Hallo. Ich gehe da jetzt mal noch nicht rein. Ich muss hier gucken. Machen wir hier gleich mal. Brauchen wir ein bisschen Kohle ab, würde ich sagen, erstmal. Hier ist Kohle. 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 Kohle und Kohle. Ich habe eine Kohlemine gefunden. Yay. Ich würde sagen, wir bauen am besten hier eine kleine Truhe, wo wir das dann alles reintun können. Ach, jetzt habe ich natürlich kein Holz dabei. Sehr wunderbar. Ah, wo geht's denn überhaupt wieder raus? Na, egal, wir gucken erstmal nochmal, was wir hier sonst noch so finden. Eisen. Frisches Eisen. Ganz frisches. Das ist vom alten Eisen noch hier. Oh mein Gott, war der schlecht. Naja, egal. Guck mal weiter hier. Da oben ist noch ein bisschen. Da können wir auch noch abbauen, siehst du. Da kommt man in die Höhle rein und schon findet man alles, was man braucht fürs Leben, ne? Eisen. Calcium fehlt noch und Magnesium. Dann noch ein paar andere Vitamine. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Ich komme da nicht ran. Leute, boxt mir den runter, bitte. Danke. Ich guck mal, ich habe Angst hier reinzugehen, weil das ist die Creeper-Höhle. Da waren wir vorhin schon mal. Das ist echt eine Creeper-Höhle. Andauernd sind der Creeper. Wenn ich inzwischen höre, flippe ich aus. Das sage ich euch jetzt schon. Weil ihr habt es vielleicht schon bemerkt, ich gucke gar nicht auf die Minimap da oben so oft. Und da ist eine Spinne. Aber jetzt bauen wir hier, machen wir erstmal hier eine Fackel hin. Bauen noch ein bisschen ab und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder raus hier. Und vielleicht bauen wir eine kleine Plantage oder sowas an erstmal hier. Wäre, glaube ich, auch nicht so fatal. Und da kommt die Spinne, das ist schon mal sehr schön. Na, wo ist sie denn? Wieso kann ich das jetzt nicht einsammeln? Hallo? Spinne? Ach, da bist du. Oh, die kommt aber. Will ich doch gar nicht rein. Wer weiß, was da gleich kommt. Gleich wieder hoch. Ach, war ja klar. Das war so klar, dass da wieder ein Creeper ist. Ey, ohne Mist. Das war so absehbar, weißt du? Da kriegst du. Ich krieg hier echt gleich Handtücher. Ja, ich krieg echt gleich so ein Handtuch geschenkt. Weil das sind immer diese tollen Werbegeschenke, die ich immer so toll finde. Auch übrigens. Da kommt der Hausmeister. Ach super. Wieso wird's ja jetzt gerade Tag? Ich verstehe es nicht. Hä? Das ist Eisen. Ich will ja nur die Kohle haben. Ich
glaube, ich werde mal lieber aus der Höhle hier rausgehen, um ehrlich zu sein. Weil wer weiß, wie diese Höhle hier sich auf mein Privatleben noch hier ausübt. Ich krieg die blöde... Ach, egal jetzt. Wir gucken einfach weiter. Was haben wir denn da noch? Nicht mehr. Nichts mehr. Dann gehen wir lieber mal wieder raus hier, bevor wir uns irgendwas angreift auf einmal aus dem Nichts. Das ist Kohle. Die Kohletour. Alter, wie viel Kohle das ist, ne? So viel Kohle habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist richtig brutal. Und dann schockt meine Nase. Ich hoffe, ihr seid mit den ersten drei Folgen zufrieden. Ich war es zumindest. Ich habe die ersten drei Folgen überlebt. Ich glaube, Gronkh hat 27 oder 29. Keine Ahnung, wie viel hat er überlebt. Bevor er das erste Mal von alleine gestorben ist. Ja, gut, ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe eine Rüstung an, die aus Diamant ist. Aber, man, das kann auch schief gehen. Ihr kennt's ja. Ihr kennt mich ja. Ich bin nicht gerade der professionellste Minecraft-Spieler der Welt. Und ja, das kann schneller in die Hose gehen, als man irgendwas sagt, ja. Jetzt nur schnell den Ausgang suchen. Wo ist dieser Ausgang hin? Da ist nur Kohle wieder. Viel Kohlenhydrate. Das ist ein Kohlenhydrat. Oh Gott, ist dies. Na, da kommen wir doch gerade her. Nehmen wir noch die Kohle mit. So ein bisschen Kohle am Morgen ist so schön. Schalala. Wir haben übrigens hier schon fast Abend. Und ich habe keine Lust, dass hier Abend wird in dem Spiel und ich jetzt in der Höhle festhockt. Ach, ich habe ja gesagt, das wird ein Riesenfehler, in diese Höhle reinzugehen. Ah, wo? Ne, hier bin ich hergekommen. Moment. Ich habe mich verlaufen. Der Korinthenkacker. Vielleicht ist das ein Hinweis, dass ich in die Richtung muss. Man kann es ja hoffen. Ach, da geht's raus, Gott sei Dank. Puh. Und es ist noch Tag. Wunderschön. Es ist noch Tag. Wo ist der Korinthenkacker? Da. Ich habe immer noch nicht geguckt, ob es richtig oder falsch, ob's richtig oder falsch geschrieben ist. Aber ich glaube, es ist falsch. Aber naja, was müssen wir machen? Ist halt so. Ist noch Kohle da? Kannst ein bisschen Kohle haben. Ach, das sind Steaks, wo ich gemacht habe. Schön. Ja, dann hauen wir hier mal das Eisenerz rein. Ne? Wie ihr seht, ich bin heute nicht so in der Cheat-Verfassung. Also ich bin eigentlich schon sehr stolz auf mich, dass ich es heute nicht so übertreibe bisher. Das Holz hätte ich gerne, weil wir bauen in der zweiten Ebene jetzt Holzhütten, was laber ich? Lamas mit Holzhütten. Ach Gott, ey. Heute sind nur schlechte Witze da. Das ist nicht so schön. Ich mag lieber die guten. Alter, was ist mit meinem Zeug hier? Ich brauche sehr viele Truhen, deswegen geht das irgendwie schneller. Es würde mich eher freuen, wenn ich hier ein bisschen schneller das mache, aber naja. Halt nicht, dann machen wir halt so, ist ja auch egal. Ich mach lieber ein paar Kisten, weißt du? So, machen wir noch eine Runde. Ich glaube, das müsste nicht mehr reichen ganz, deswegen machen wir noch so. Und dann haben wir... Ich kriege ja gleich einen Pickel. So. Hä? Big Betty? Big Betty, wo bist du? Big Betty? Big Betty? Big Betty ist weg. Warum ist Big Betty weg? Das kann nicht sein, das ist unfair. Meine kleine Big Betty. Also nee, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass meine Big Betty weg ist. Das ist nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Big Betty. Ich hoffe, ich finde sie wieder. Da ist sie, glaube ich. Big Betty, komm. Big Betty. Naja, eigentlich ist es nicht so schlimm, weil die eh nur viel Platz eingebraucht hat hier. Ach komm. Diese Geräusche, ich hasse es. Hallo. Geht doch. Geht direkt. So, Schild, gut. Also, wir haben kein Haustier mehr. Vielleicht hole ich mir irgendwann einen Hund oder so. Also einen Wolf. Ich nenne sie immer Hund.
glaube, meine Türen sind paranoid geworden heute. Es ist einfach so. Wir machen das jetzt einfach so als aus technischen Gründen. Das ist jetzt Big Betty. Tschüss, Big Betty. War eine schöne Zeit mit dir. Hat mich sehr gefreut, dich kennenlernen zu dürfen. Und wir sollten lieber reingehen. Es wird gerade Nacht und ich habe keine Lust auf einen Creeper. Ich will da vielleicht rein. Hallo? Ich komme nicht in mein Haus. Was ist denn jetzt los? Wieso komme ich hier nicht rein? Na, geht doch. Hä? Kann mir das jetzt mal jemand erklären? Hä? Also, nee, das war jetzt merkwürdig. Na, die können wir auch gleich. Machen wir Big Betty Fleisch, komm. Eisenbarren. Ein Eisenbarrengeschäft. Ist so schlecht, Leute. Naja, egal. Ein paar Schilder. Habe ich nicht Schilder gemacht mal? Dann nehmen wir die auch noch mit. Gehen mal hier hoch. Beschriften hier die Truhen. Die Truhen. Die, also, da. Geht doch. Irgendwie ist hier der Wurm drin heute. Fragt mich nicht, wieso. Das ist... keine Ahnung. Lass es mal. Machen wir es lieber wieder weg. Ich sollte vielleicht mal mir einen Steg reinhämmern. Nee, eigentlich nicht. Ich bin ja noch nicht so hungrig. Werd nicht finden, Creeper, wenn ich irgendwo wieder rausgucke. Ich wette es mit euch. Irgendwo ist ein Creeper. Hier ist schon mal keiner. Ich glaube, ich verliere mal eine Wette. Cool, ich habe eine Wette verloren. Gott sei Dank haben wir keinen Wetteinsatz gemacht. Ich gucke jetzt mal nach einem. Ich will mich endlich mal an einem rächen. So richtig rächen, weißt du? Nicht mehr so... Ich sag da und weißt du, aber weißt du... Da ja, ist einer. Da hinten ist einer. Das sind ja gleich zwei. Super. Oleg. Alter. Verschon mich, Alter. Alter. Lass doch einen alten Mann in Ruhe hier. Schnell nach Hause, schnell. Ich wollte mich nur einmal an Creeper rechnen, dann sind gleich immer zwei wieder explodiert. Merkt euch, ein Creeper ist nie allein. So, jetzt hau ich mir wirklich ein Steak rein. Ach, ich habe ja gerade... Ich esse jetzt gleich das Fleisch von Big Betty. Alter, ich will doch gar nicht mehr. So. Das Fleisch der Big Betty. Big Betty. Geboren, um zu sterben. Komm, wir machen eine Ehrentafel für Big Betty. Das hat sie noch verdient, oder? Was sagt ihr? Sagt ihr das auch? Ich finde schon. Sie war eine gute Kuh. Und sie hat, glaube ich, auch verdient. Aber jetzt werde ich sie erstmal essen. Also tschüss, Big Betty. Jetzt haben wir dich endgültig gefressen. So. Hier lebte Big. Mach mal anders. So. 8. Ich bin 8. 8. 9. 12. 9. 9. 12. Ich habe ganz vergessen, dass der Minusknopf hier der Aufnahmeende-Knopf ist. Ich glaube, ich hab das Biss nicht mehr gehört. Egal. Hat er funktioniert. Jetzt seht ihr, wann ich wieder aufgenommen habe. Heute ist der 9.9. Richtig, einen Tag, nachdem ich die erste Aufnahme gemacht habe. Von den ersten drei Folgen. Ja, was haben wir hier? Ach, was wollte ich? Jetzt gehen wir erstmal schlafen hier. Dann können wir nämlich gleich weiterbauen. Und zwar wollte ich ja ein Feld machen. Ein wunderschönes Feld. Dazu bräuchte ich, glaube ich, Zäune. Jeden Zaun. Ach ja, der Cheatbärmann. Haben wir ja ganz vergessen, den gibt es ja auch noch. Ach ja, das geht ja ganz anders. Game Mode. Creative. So, dann können wir nämlich ein bisschen
Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich das so mache, aber lieber so als gar nicht zeigen, oder? Eine Diamanthacke, weil wir sind ja Hacke. Ich glaube, Samen habe ich dabei noch. Ist mal wieder Survival. Alter. Meine Tür hat gerade einen Anfall. Einen spastischen Anfall. Alter, Tür, geh weg. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Creeper rumrennt. Dem scheint nicht so. Das ist gut. Jetzt suchen wir erstmal eine geeignete Fläche. Ich werfe hier. Oder hier, hier, hier. Hier ist doch viel schöner. Machen wir erstmal hier so eine kleine Fläche erstmal, ne? Würde ich sagen. Ach, gleich falsch gestellt, wunderbar. Fängt ja gut an. So. Hier ein bisschen Zaun. Na komm, warum nicht? Das schöne Blumenparadies hier. Das ist herrlich, oder? Ich finde es schön. Also, man musste ja leider eine Blume entfernen, aber das war ja aus rein technischen Gründen. Moment, ich muss niesen. Das wird jetzt richtig schön. Moment. Kurz mal hier. Das wird gleich lustig. Ne, ist wieder weg. Gut. Gott sei Dank. Ich bin eben nicht so ein Freund vom Niesen. Im Let's Play. Und, oder besser gesagt, im Let's Bear macht man sowas nicht, ja. Weil Let's Bear, das ist wieder was ganz anderes. Das ist wieder professionelle Arbeit. Ich würde sagen, hier machen wir dann so ein Wasserfeld, oder? Ah, das krieg ich mit. Komm. Hä? Hä? Sag mal. Was ist denn los hier? Alter! Worauf Samen? Habe ich doch schon welche, oder? Zumindest dachte ich, habe ich welche gesehen irgendwo hier. Eichensetzling braucht man nicht. Samen. Weizen habe ich auch schon. Achso, da habe ich ja die Big Betty gelockt damals, genau. Alter. Bestimmt wie das ganze Feld schon wieder. Was ist denn das? Hä? Wenn mir das einer erklären kann, ist er gut. Was ist denn das jetzt hier? Warum geht das jetzt so schnell wieder zurück? Ne, weißt du, das müssen wir jetzt ganz anders machen. Das tut mir leid, aber das müssen wir ganz schnell machen. Und deswegen müssen wir das jetzt immer so machen. Das ist leider das Problem. Ich guck doch nicht hier zu, wie das da wieder alles zuwächst. Ach, hey, es fängt ja super an. Schwarzpulver, klar. Wir ernten Schwarzpulver. Wenigstens schon mal eine Reihe. Ja. La 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 la. Schön, schön. Langsam wird's wieder. Wieso geht das so? Ich verstehe das nicht. Seit wann geht denn das so? Nochmal bleibt es doch ein paar Minuten erstmal so, oder? Das wächst ja sofort so. Was soll denn der Schrott? Das ist ja, das ist nicht nett. Das ist nicht nett vom Boden. Das ist nicht nett. Überhaupt nicht. Alter, jetzt wollte ich schon durchziehen und dann... Alter. Mach nicht. Mach kein Fatzen hier. Jetzt merke ich auch zum ersten Mal, dass hier irgendwas nicht stimmt. Egal. Bauen wir hier ein Türchen. Ach, ich bin ja noch... Ups. Naja, egal. Ach, ja, wo ist Tür? Türle. Zum Tor. So. Na, endlich. Achso, jetzt kann ich übrigens wieder aus dem Game Mode Creative wieder raus. Jetzt haben wir das soweit.
Mach mal hier, damit ich weiß, wo der Eingang ist. Ja klar, hier vorne drin. Nö, so halt. Hier. Und vielleicht noch hier. Genau. So. Jetzt hoffen wir natürlich auf Regen. Ne? So ein bisschen Regen erwägen. Das wäre jetzt ein Segen. Sägen. Das wäre ein Segen. Okay, wir gehen jetzt mal in die andere Höhle. Ich habe gar keine Lust auf die andere Höhle. Aber ich mache das jetzt einfach. Achso, da habe ich ja extra so zugewartet.